Sergio Perez gewinnt das Sprintrennen in Baku. Wir sprechen über den Samstag der Formel 1 mit unserem Experten Ralf Bach. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Ralf, Perez auf der 1 fühlt sich in Baku wirklich, wirklich wohl. Dahinter dann Leclerc und Verstappen. War ein ereignisreiches Rennen mit einem kleinen Crash zwischen Verstappen und Russell. Darüber sprechen wir gleich. Wie war es mal generell dein Eindruck hier vom Samstagsformat? Nochmal ein Quali am Morgen und jetzt das Sprintrennen. Ja, es war schon hektisch. Die Teams hatten keine Zeit, die Fahrer auch nicht. Hat mich so ein bisschen an Fußballspiele erinnert in der E-Jugend, 2x20 Minuten, bloß Elfmeterschießen. Also man konnte nicht so richtig durchatmen, aber für die Zuschauer, glaube ich, war es ganz interessant. Für die Teams vielleicht ein bisschen zu stressig. Ging auf jeden Fall dann ja turbulent los. Leclerc konnte zunächst die Führung behalten. Dann gab es aber ein kleines Scharmützel zwischen Verstappen und Russell. Da hatte Russell sich zuerst durchsetzen können und dann hat Verstappen auf der Außenbahn überholen wollen und Russell ist ihm in den Seitenkasten geknallt auf der Innenbahn. Wie bewertest du die Situation? Ja, die haben irgendwie beide recht. Also Verstappen geht voll nach der Regel aus, die auch Alonso schön beschrieben hat. Früher war das anders, dass der immer recht hatte, der innen war. Heute muss der Fahrer, der innen ist, auch dem der außen ist, ein bisschen Luft zum Überleben lassen. Russell sagt, er hatte kalte Reifen oder noch nicht ganz warme Reifen. Und hat das ein bisschen untersteuern gehabt, das hätte Verstappen wissen müssen. Verstappen sagt, genau das hätte Russell wissen müssen. Es hat ein bisschen gekracht. Verstappen war benachteiligt, weil der Seitenkasten ein Loch dann hatte. War nicht gut für die Leistung. Marco und Red Bull sagen, 2 bis 3 Zehntel hat es pro Runde gekostet. Aber am Ende ist er auch Dritter geworden. Ob er der Zweite mit normalem Auto geworden wäre gegen Leclerc, schwer zu sagen. Aber gut, es war für mich ein normaler Rennunfall. Es ist nicht so viel passiert. Da sollte man jetzt einfach das Buch zuklappen. Ja, das Loch war ja schon relativ groß am Seitenkasten, da bestimmt irgendwie die Aero beeinflusst. Der Verstappen hat sich ja Russell dann auch zur Brust genommen nach dem Rennen im Parc Fermé. Und da, also die haben schon heftiger diskutiert, ne? Also. Naja, heftig war es nicht. Verstappen hat ein bisschen seine Argumente gesagt. Russell wirkte so ein bisschen wie ein Schuldiger, zumindest sah das so aus, hat sich das angehört, hat ein bisschen was gesagt und ist dann einfach weggelaufen. Aber wie gesagt, ich würde da jetzt das einfach so stehen lassen, wie es ist. Ja, am Ende hat Perez dann ja auch gewonnen, konnte Leclerc überholen und hat ihn ziehen lassen. Dadurch hat sich gar nicht auf den langen Kampf auch eingelassen und konnte den wahrscheinlich auch gar nicht gehen. Ja, bis Runde 13, 14 sah es auch erstmal ganz gut aus für Ferrari, aber dann ist der Medium beim Leclerc sehr eingebrochen. Am Ende waren es dann fast 5 Sekunden hinter Perez. Also am Ende ist alles wieder so ein bisschen beim Alten, außer dass Ferrari von der Pace ein bisschen mehr mitschwimmt. Aber das Reifenproblem ist weiter da, ne? Ja, das ist da. Oder sagen wir mal so, das Reifenproblem haben fast alle Teams. Ferrari hat es ein bisschen mehr als andere, aber sie haben einen ganz guten Grundspeed. Deshalb konnte Leclerc sich heute auf den 2. Platz retten. Morgen wird es eher schwieriger, weil er hat auch keine neuen Reifen im Gegensatz zu heute. Er muss einen gebrauchten los, sein Red Bull hat 2 neue. Das könnte auch nochmal ein Vorteil sein. Also wenn Leclerc viel, viel Glück hat, kann das Podium retten, aber mehr ist da wohl nicht drin. Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen 8-fachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com/Formel1Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Mercedes dann ein bisschen in der Lauerstellung, der Russell ist dann nochmal ein bisschen näher rangekommen am Ende. Sainz konnte dann am Ende auch nicht mehr mitgehen, gut, waren 2 Sekunden hinter Russell. Ja, Aston Martin, Alonso auf der 6, Stroll auf der 8, zweite Kraft, so im Rennen drin sind sie nicht mehr, ne?
Ja, das muss man morgen sehen. Also die tote Kraft wird wirklich morgen ausgemacht zwischen Ferrari, Mercedes und Aston Martin. Ich bin mir Aston Martin noch nicht so sicher, wie das Rennen sich entwickelt, für die, je länger es dauert. Aber die Strecke von Baku mit der langen Gerade und Highspeed-Kurs ist jetzt nicht die Favoritenstrecke von Aston Martin mit dem Auto, wie es im Moment ist. Ich glaube, das wussten die ja vorher, dafür war es ganz okay. Aber ich denke, die werden ab. Versuchen jetzt Baku hinter sich zu kriegen, Miami nochmal einen normalen Job zu machen und dann voll attackieren, weil sie in Imola mehr oder weniger ein ganz neues Aerodynamikpaket bekommen. Und wenn man jetzt die neuen Leute sieht, die sie gekriegt haben, also Dan Fellows und fünf andere Red Bull-Ingenieure, die genau wissen, was sie zu tun haben, glaube ich, muss man mit Aston Martin ab Imola nochmal eher rechnen. Alonso hat ja auch gesagt, in Europa werden die Karten praktisch neu gemischt. Da könnte es neue Veränderungen im Ranking geben. Auch Ferrari bringt ja da ein Update, dass in Barcelona das dann endgültig vollkommen wird, sage ich mal. Und dann muss man weitersehen. Ich glaube, viel Verschiebung wird es nicht geben. Man muss sehen, dass Mercedes nochmal ein neues Auto baut. Nennen wir das mal so. Und, aber Red Bull vorne vom Thron zu stoßen, wird halt schwierig. Ja, jetzt haben ja auch die beiden Red Bull-Piloten auch schon einen guten Vorsprung rausgefahren. Apropos, Perez hat den heute verkürzt. Ich habe gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viele es sind, aber es sind auf jeden Fall so um die 13 Punkte, glaube ich, zwischen Perez und Verstappen. Der wirklich auch teils sehr starke Rennen abgeliefert hat. Ich will jetzt nicht wieder spannender reden, als es ist, aber traust du Perez vielleicht noch zumindest bis zur Sommerpause zu, mit Verstappen einen spannenden WM-Kampf auszutragen? Nein, traue ich ihm nicht. Baku ist eine seiner Lieblingsstrecken. Er ist doch stark. Für ihn geht es darum, da wo er stark ist, das Maximale von sich rauszuholen. Das ist schwer genug gegen Verstappen. Und dann kommen mal wieder Strecken, wo Max stark sein wird. Also ganz ehrlich, ich traue es ihm nicht zu. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Dann sprechen wir noch über den deutschen Piloten Nico Hülkenberg, am Ende 15. geworden. Da ging es ja so nach der Rennmitte ziemlich nach hinten, hatte gar keinen Grip mehr. Am Ende war er fast 20 Sekunden hinter Magnussen, vor dem er eigentlich die ganze Zeit herfuhr. Was war da los? Ja, die haben vom Setup völlig daneben gelegen. Ich denke, die Strecke, so gut es Melbourne war für Haas, so mittelmäßig schlecht war die Strecke jetzt in Aserbaidschan für sie. Dann haben sie wohl vom Setup daneben gelegen. Also ich glaube, Hülkenberg war der Fahrer, der am meisten die Reifen mit Reifenabbau zu kämpfen hat und hatte einfach keine Chance, dann sich zu wehren. Ist halt wie es ist, aber ja, ob er jetzt 11. wird im Sprint oder 14., ich glaube, daraus jetzt zu lernen, ist wichtiger als die Punkte, die man sowieso nicht gemacht hätte. Hat man auch heute generell gesehen, dass da ein paar Teams ein bisschen herumexperimentiert haben. Norris hat dann so auch die Chancen, sagen wir mal, bis auf Platz 8 genommen, wurde auf Soft losgeschickt, Schuss in den Ofen, aber wurde heute dieses Rennen auch tatsächlich dafür genutzt, um Longruns zu testen noch, weil ja nur ein Ich Training denke, gefahren wurde. keine Wahl. Das war, keiner konnte mehr Runden an einem Stück in Rennbedingungen fahren als heute im Sprintrennen. Das heißt, das war so ein Zwitterrennen. Einmal muss man performen und Punkte machen, andererseits auch Erfahrung sammeln. Das ist halt das Neue an diesem System, das wir jetzt am Wochenende hatten. Und morgen haben wir dann ja die dreifache Renndistanz, also 51 Runden werden gefahren. Wird das ein Zwei-Stop-Rennen sogar? Vielleicht sogar Drei-Stop bei einigen Teams? Ja, könnte sein. Also ich gehe mal von zwei Stops aus bei den meisten. Ich glaube, den Softreifen werden nur wenige benutzen, wenn dann für so einen Sprint am Ende, weil man hat schon gesehen, dass das ziemlich schnell eingeht. Also der gelbe Reifen wird der entscheidende sein, wie man den nutzt und wie lange man den nutzen kann. Also in dem Fall der Medium-Reifen. Ja, vielleicht kommen auch noch ein paar Safety-Car-Phasen dazu, die dann die Strategien nochmal durcheinander würfeln. Ist in Baku immer möglich, kann man nicht planen. Das kann schon kurz am Start passieren, in der Stadtrunde oder kurz danach. Das kann immer passieren. Weil, wie gesagt, die Mauern stehen nah. Die Strecke verzeiht keine Fehler. Das Grip-Level verändert sich ständig. Und wenn man mal 20 cm von der idealen Linie abkommt, hat man gesehen, fängt das Auto an zu untersteuern oder übersteuern. Und dann
hat man kaum noch die Möglichkeit, den Aufprall vor der Mauer zu verhindern. Wenn man Glück hat, verbremst man sich und kann geradeaus den Notausgang fahren, rückwärts fahren oder das Auto umdrehen und weiterfahren. Aber es muss halt ein Notausgang da sein, ansonsten landet man in der Mauer. Ja, an der Mauer landete auch Yuki Tsunoda. Perfekte Überleitung von dir, gute Vorlage. Ja, der hat seinen Reifen dann auch verloren. Der stand dann auf der Strecke rum. Erst virtuelles, dann das richtige Safety Car. Dann hat man Tsunoda nochmal rausgeschickt. Das Auto stand schief. Unsafe Release wird auch untersucht. Wie kann sowas passieren? Eine Hektik der Geschehnisse halt. Das Lenkrad stand schief, aber konnte man das wirklich sehen? Hätte der Fahrer das merken müssen? Da war jeder irgendwie, hatte einen hohen Blutdruck und gesagt, komm, fahr noch mal raus und vielleicht wurde das Entscheidende dann übersehen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Es ist ja nichts passiert und wenn das Lenkrad schief steht, ist das ja nicht so eine Gefahr für andere, sondern der Fahrer ist halt beeinträchtigt. Aber ja, es war ein Fauxpas, aber ich würde ihn jetzt nicht überbewerten. Alles klar. Dann würde ich doch nochmal nach deiner Einschätzung von morgen fragen. Deine Top-3-Prognose final. Wird sich Leclerc auf dem Podium halten können? Gerade so würde ich sagen, wenn nichts passiert. Ich meine, er hat ja auch im Sprint-Qualifying gezeigt, dass er am Limit fahren muss und dass dann Fehler passieren können. Er hat ja den Ferrari, obwohl er ja die beste Zeit hatte, dann nochmal in die Mauer gesetzt, weil einfach die Bedingungen sich so geändert haben, dass das Auto fast nicht mehr wiedererkannt hat. Das kann auch morgen passieren. Ansonsten, er ist clever gefahren, hat Perez ziehen lassen, um Verstappen zu halten und auch den zweiten Platz zu sichern. Das wird kaum möglich sein, wenn nochmal die Renndistanz dreimal länger, also statt 17 Runden 51 Runden. Da würde den Verstappen, zumal der auch erstens vom Startplatz 2, also einen Startplatz vorher losfährt, und zweitens vielleicht oder wahrscheinlich ein heiles Auto hat, das nochmal 2 bis 3 Zehntel Runden plus bessere Abstimmung und besser zu den Reifen da ist, den würde er kaum halten können. Ich glaube sogar, dass Verstappen morgen das Rennen gewinnt. Oh, da Vor bin ich mal Perez. gespannt. Er startet ja auf jeden Fall auch vor den Ja. Mexikaners und hat dann kein Loch im Seitenkasten, ne? Also Also. hinter Perez herfahren ist das eine, aber ihn vorbeizulassen ist das andere. Also wenn der mal vorne ist, wird es schwierig für Perez. Bin ich mal gespannt. Schreibt gerne mal da draußen auch eure Top 3 fürs Rennen in die Kommentare. Ja, Ralf, dann bedanke ich mich und dann hören wir uns morgen nach dem Rennen wieder. Ich bin gespannt. Alles klar. Tschüss. 13 Uhr morgen schon Rennstart übrigens. Ciao.